Servus Leute und willkommen zu einer weiteren Modifikation für Emergency 4. Wir spielen heute die Polish Rescue Mod 2012 Demo. Und ich will mich erstmal dafür entschuldigen, dass jetzt von mir so wenig Videos kamen. Liegt einfach daran, dass ich jetzt hier so ein paar Beziehungsprobleme mit meinem Aufnahmeprogramm hatte und jetzt schon beim Therapeuten war und die freuen sich schon voll darüber, dass sie das Problem jetzt beheben dürfen und bla und bli und blub und blub. Und deswegen hat es jetzt halt bei mir so ein bisschen gehapert. Aber jetzt geht es wie gewohnt weiter. Ich meine, demnächst kommt sowieso Emergency 5 raus. Und deswegen wird Emergency 4 etwas, nur etwas benachteiligt, natürlich, ne, zum neuen Teil und so. Und jetzt kommen wir aber erstmal hier. Eine nicht fertige Feuerwache. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer. So, was haben wir hier für eine schöne Map hier? Ist das schon wieder ein Pluspunkt, eine schöne neue Map, oder? Zumindest kenne ich diese Map nicht. Gucken wir mal ein bisschen rum hier. Ein bisschen komisch aufgebaut, habe ich das Gefühl. Gut, dann helfen wir natürlich erstmal wieder hier der Person, bevor die gleich hier wieder uns hier im Stich lässt. Oder uns hier einfach. Ach, wobei, können wir gleich mitnehmen. Uns hier alleine lässt. Gleich rein und gleich weg damit. Sü. Was ist das denn für eine Sirene hier? Oh, war ja gleich wieder ausmachen hier. Ah, okay, hier ist sowieso. Fahrzeugbrand ausgelöst durch einen technischen Defekt. Oh ja. Ja, nehmen wir mal den hier. Und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ich glaube, das Fahrzeug kommt jetzt auch von hier. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist jetzt hier nämlich hier. Ja. Boah, das blitzt ja ganz schön hier. So, zwei Mann absitzen, mit Schlauch ausrüsten und dann zur Brandbekämpfung vor. Kommt mir das so vor, sind das extremste riesigen Löschfahrzeuge. Wenn ich jetzt so das Auto daneben angucke, sieht das irgendwie. Guck mal, ich bin das Auto gefahren. Boah, das ist auf jeden Fall so zwei, dreimal das Auto. Von der Breite bestimmt auch zweimal. Ah, das ist mal ein Fahrzeug, jo. So, der Abschlepper kommt von hier unten. Können wir hier auch irgendwas? Ah, hier können wir auch die Rundum-Kennleuchten anmachen. Achtung, Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Voll die Seiteneinsätze hier. So, nächstes Fahrzeug. Hier ist jeder Einsatz bis jetzt war nur an der Seite. Immer links an der Seite oder rechts an der Seite. Wobei, ja. Ja, jetzt so wird es. Hupt er jedes Mal, wenn er das Martinson ändert? So, der kann weg. Witzig, das ist ja witzig. Ich denke die ganze Zeit, dass es da mitten auf der Karte gerade am Brennen ist. Aber, ja, das ist gerade Tennisfeld, was ich da gerade gesehen habe, oder dieses, ja, dieses, ja, Tennis, ja. Gedopo, du bist, was ist das? Na, egal. Vermutlich Atemschutz. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Gut, dann holen wir mal einen anderen Krankenwagen. Wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen die Fahrzeuge alle ein bisschen durchtesten. Wie sie ausschauen und ob sie auch alle vernünftig funktionieren. Oh. Das kann man sich ja mal holen hier. What the... Also das war jetzt nicht gerade nur so bei der Aufnahme, sondern bei mir auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal alles grau wurde, aber ja, okay. Ist es mir auch jetzt noch nie passiert. Ja, die Person ist so leicht verletzt, von daher können wir die vermutlich gleich mitnehmen. Ja. Das wundert mich jetzt irgendwie, dass es jetzt gerade so grau wurde. Hm. Naja.
Irgendwo hat jede kleine Mob irgendein Wehwehchen. Was ist das jetzt hier? Das ist das Blaulicht und das andere ist... Achso, das ist ein Rotlicht oder so, vielleicht irgendwie Verkehrsleitung. Schnieke. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Fahrzeug steht zur Verfügung. Mitten hier auf einer Baustelle. Was kann ich denn mal noch anfordern? Da ist schon unser Krankenwagen. Wir sind drei Spuren für Fahrzeuge in eine Richtung und eine für die anderen. Ist ja auch gut. Aber warum fährt der Kackmann jetzt hier hoch? Kann er nicht da... Naja. Naja, okay. Wird schon wissen, was er macht. Wir haben hier ja schon ausgefallene Sirenen. So, hier ist nämlich, was ist das denn, das Tennis? Ah, hier, da ist dieses Basketballfeld, nicht Tennisfeld, Basketball. Irgendwie ein bisschen, alles irgendwie ein bisschen merkwürdig aufgebaut hier. Habe ich so das Gefühl. Aber hier kommen wir doch bestimmt durch, oder? Kommen wir da durch? Da kommen wir doch durch, da kommen wir doch locker durch. Naja, oder wir fahren einfach dran vorbei, das geht ja auch. So. Parken wir hier mal wieder wie so ein Pizzabote und dann. Gleich einladen und weg damit. Also, hier ist es bei der Mod auch so, dass wir wieder nur eine begrenzte Anzahl an Rettungsmitteln zur Verfügung haben. Sei es zum Beispiel die Krankenwagen, wir haben nur drei, wir können keine weiteren kaufen. Wenn wir halt davon, oder vielleicht können wir auch nur einen kaufen, wenn wir einen kaputt machen. Das weiß ich nicht, so weit war ich noch nicht, weil ich, ja, gehe eigentlich immer relativ gut mit meinen Fahrzeugen um. Aber wenn jetzt halt irgendwie ein Massenanfall an Verletzten oder sowas ähnliches kommt, dann ist es halt, da sollte man halt dran denken, dass man nicht gerade irgendwo noch ein RTW in einer Ecke stehen hat, mit ihm Verletzten drin und den einfach nur vergessen hat, irgendwie wegzuschicken. Weil dann hat man nämlich noch auf einmal nur noch zwei und dann wird das Ganze schon etwas spaßiger. Ne? Also immer versuchen, so schnell wie möglich seine Kapazitäten immer schön frei zu halten, damit man halt, wenn was Größeres passiert, dann gegebenenfalls alles einsetzen kann, was man hat. Und selbst dann muss man auch auf andere Einsätze gefasst sein, weil hier kommt das echt auch ziemlich schnell. Oh, ein Tag. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie. Alarmieren wir mal ein Löschfahrzeug, ein Flugfeldlöschfahrzeug, einen Tatra. Da ist er auch schon. Wow! Ach man, oder geht der Wasserwerfer gar nicht? Das ist ja schade. Das ist ja schade. Naja, aber solange es so geht, dann ist es ja auch. Nee, schade, geht echt nicht. Na jo. Verteiler kann ich setzen. Jetzt gucken wir mal, was das hier war. Vermutlich Atemschutz. Ja, ist Atemschutz. Naja, flackert ja auch hier richtig. Wieso? Muss halt er da oben drauf? Irgendwie so ein Gitter? Ach, hier kann ich so mich. Ah, so vor Stein und sowas, wenn irgendwie Backsteine auf die Polizei geschmissen wird. Oder halt der Molotow-Cocktails oder so. So bei der Molotow-Cocktail geht es kaputt und ist auch der gewünschte Effekt der Molotow-Cocktail da. Eben, dass das Fahrzeug brennen wird. Aber also Steine kann man damit schützen. Oder kann man sich vor Steinen schützen, so. Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. So. Das sieht ja eigentlich echt ganz gut aus, muss man ja sagen. Und hier ist mein, boah, übel. Mein Kriminalfahrzeug oder mein Kriminalkraftwagen. So, du kannst nämlich schon näher rankommen hier. Und dann rufen wir einfach mal noch eine Drehleiter.
Nee, zwei wollte ich nicht, ich hole nur eine. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 8 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 8 hört. Das war knapp. Gut, dann alle mir jetzt mal noch hier so ein. So ein Scania hier, so ein. Löschfahrzeug. Und dann hier noch so ein kleinen Ford oder was das ist. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 1 hört. Schon unterwegs. Da die Person nur leicht verletzt ist, müsste es eigentlich auch so gehen. Oh, nee, geht nämlich nicht. Schade, weil unsere Sanitäter können hier keine erste Hilfe leisten. Das heißt, wir müssen trotzdem nochmal einen Notarzt anfordern. Ich lasse jetzt aber auch nicht nur einen Notarzt anfordern, weil wenn die Person nämlich zu schwer verletzt sein sollte oder sowas, dann ist es ja auch so, dass wenn die Person trotzdem einen vollen Lebensbalken hat, sag ich mal, einen vollen roten Lebensbalken, dass man die Person dann ebenfalls nur mit einem Krankenwagen nur mit einem Notarzt abtransportieren kann und wenn ich dann nur einen Notarzt habe und das eine Fraktion hier stehen lassen muss, ist auch blöd. Und daher warte ich jetzt einfach gerade, bis noch ein Fahrzeug da ist und dann kann ich den auch abtransportieren. Ich denke mal, der ist jetzt nicht so schwer verletzt. In der kurzen Zeit wird er wohl jetzt nicht hier gleich anlegen. Welchen schlimmen Verletzungen erleiden, so einmal angeditscht und dann können wir den noch abtransportieren. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Was ich hier wirklich sehr, sehr, sehr gut finde, ist die Drehleiter. Gefällt mir in dieser Demo-Mod, sage ich mal, schon mal wirklich sehr gut, weil diese Drehleiter, ja, hat wirklich das, was man in diesem Spiel oftmals sieht. Sie hat eine oftmals nicht sieht. Ja. Sie hat eine sehr große Reichweite mit ihrer Leiter. Ja. Oftmals ist es ja so, dass man mit der Drehleiter so einmal ein bisschen schwenken kann und dann war es das. Ja. Und diese Drehleiter hat wirklich eine super weite Reichweite. Das finde ich wirklich sehr gut. Ja, wenn man jetzt mal sieht, die normalen Drehleiter würden jetzt schon aufhören und jetzt schon anfangen zu löschen. Die fährt halt wirklich sehr, sehr weit aus. Und das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Die fährt noch weiter aus. Also die kann man auch noch hier hinten zum Beispiel jetzt den Baum nochmal kühlen zum Beispiel, die würde auch bis kurz davor mit der Drehleiter hinfahren. Allerdings irgendwann ist natürlich auch die Kapazität zu Ende und dann würde die auch einfach von weiter weg anfangen zu löschen. Ich gucke mal jetzt, ob das geht. Ist auf jeden Fall echt, die Drehleiter finde ich hier wirklich sehr gut. Oh yeah, oh yeah. Versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie. Dann fällt das mit dem Baum jetzt aus. Wir kümmern uns erstmal eben um die Gasleitung, geplatzte Gasleitung. Sperren hier eben mit unseren Fahrzeugen die Straße ab. Und beginn dann mit der Brandbekämpfung hier, die Container und die Bäume. Bei so einer Sirene würde ich auch Platz machen, ey. Wenn der schnell weg ist. So, dann rüsten wir die beiden mal nehmen mit der Motorsäge. Motorsäge sollen wir nicht haben. Motorsäge holen wir aus dem Fahrzeug hier. Fahren wir jetzt ein bisschen näher ran. Dann können wir nämlich auch hier zwei Schläuche ankuppeln und die anderen zwei holen eine Motorsäge, sowie der fünfte Feuerwehrmann ist einfach nur dafür zuständig, um die Balken, die wir gleich absägen, davor zu schützen, dass diese nicht in weitere oder in die Reichweite von anderen brennenden Bäumen kommen und diese dann wieder entzünden. Und dann löschen wir einfach mal den zwei Feuerwehrmännern die Bäume und dann sägen wir die gelöschten Bäume einfach ab. Somit verhindern wir, dass halt sich das Feuer wieder großartig ausbreiten kann. Und mit dem fünften Feuerwehrmann, wieso fährt denn hier unten rum, ziehen wir dann die Bäume einfach von den Flammen zurück, dass es halt wirklich gar nicht mehr anfangen kann zu brennen. Du willst da nicht löschen, lösch mal da. Ja, die fällt jetzt ein bisschen rückwärts. Soll ihr gegönnt sein. So, dehnt sich jetzt um mir hin. Ich lasse jetzt hier gerade meinen Feuerwehr mit dem Schlauch ausrüsten. Dann löschen wir den kurz wieder und dann. So, manche Drehleitern von Emergency 4 könnten jetzt zum Beispiel über so eine Mauer, die man öfters mal bei Emergency sieht, nicht rüber mit dem Korb, also nicht rüberfahren, sage ich mal.
Ich habe es jetzt so vor, dass ich die Drehleiter jetzt gerade rückwärts hinstelle, am besten halt mit dem Schwenkpunkt hinten ans Feuer ran. Dann können wir nämlich auch die meiste Reichweite ausnutzen und können dann auch wirklich richtig schön die Bäume bis hinten durch hier bekämpfen. Ja, wie ihr das jetzt schon seht, die fährt halt wirklich schön aus und da geht noch mehr. Ich guck jetzt gerade mal. Da geht doch noch ein bisschen was. Zum Beispiel der Baum da. Ja, nehmen wir den. Jetzt fährt es natürlich wie alle Drehleitern immer ein Stückchen ein, positioniert sich neu und fährt dann wieder aus. Die beiden können jetzt ja auch mal ein bisschen näher an das Feuer ran. Und wenn wir es jetzt hier sehen, ist halt wirklich schon eine ziemlich starke Reichweite, die es jetzt hier, rausfährt. Oh, jetzt habe ich da gerade, ups, da bin ich jetzt wohl etwas zu nah in die Flammen gegangen. Aber ja, zum Zeigen, wie die Drehleiter hier wirklich ausfährt, finde ich das schon mal, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben noch ein RTW hier im Gebiet liegen und dann holen wir jetzt eben mit dem Mann, der eigentlich die Baumstämme trägt, den Kameraden hier raus. Und alarmieren dann von unten den RTW hier hoch zu uns, um hier dann unseren Rettungsmann, Rettungskraft hier zu behandeln. So, ich meine, das war jetzt einfach nochmal zum Zeigen, wie halt die Drehleiter wirklich, was die für eine gute Reichweite hat. Und ich finde, die sieht auch sehr gut aus, hat auch eine gute Grafik. Ah, kriegt der Schaden? Ne, gut. Oder er ist ja gerade eben einfach aus dem... Ich weiß nicht, ob das jetzt das Feuer war. Ich animiere jetzt mal noch eine zweite, weil ich kann hier ohne Probleme noch eine zweite Drehleiter daneben stellen. Sie hat trotzdem genug Reichweite, um ebenfalls mit der ersten Drehleiter den Brand hier weiter zu bekämpfen. Ich muss noch mal gucken. War ganz, irgendwie ganz blöd, dass ich jetzt mein RTW wieder abgestellt habe, weil jetzt blockt nämlich die Drehleiter. Genau, das war... Ja, ja, die fährt schon irgendwo rum. Ein Feuerwehrmann ist mir jetzt hier gerade mal wichtiger. Von daher bringen wir den jetzt lieber gleich mal weg. So, und dann ab nach Hause hier. Natürlich mit Sirene, ne? Wo ist denn mein... Was macht denn mein Drehleiter jetzt? Sie fährt doch jetzt irgendwo oben lang. Da ist sie. Ja, ja, okay. Egal, lassen wir einfach mal hier stehen. Drehen sie noch ein Stückchen. So. Und schwuppdiwupp haben wir dann hier auch die nächste Drehleiter. Bereit für den Brandeinsatz. Die beiden können schon wieder sich fertig machen, dann fahren wir hier gleich zum nächsten Brand. Da dies hier eine relativ häufige Stelle ist bei dem Mod, da habe ich das schon gemerkt. Also diese Gasexplosion, die hier jetzt gerade stattgefunden hat, findet sehr, sehr oft statt. Deswegen säge ich immer gerne hier alles schon über einen Haufen, weil wenn sie dann noch stattfindet, muss ich eben nochmal zwei Container löschen. Ja, oder ich lasse die halt verbrennen. Das ist ein wirklich Einsatz, den hatte ich mal, als ich eine, weiß ich, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde das hier so ein bisschen angespielt habe, hatte ich diesen Einsatz bestimmt viermal. Und ja, irgendwann hat es halt einfach nur genervt. Am Ende, beim vierten Mal, ist es vorher dann auch gekommen, kam halt der Einsatzbefehl und gleich danach kam halt die Rückmeldung, dass das Feuer schon aus ist, da ich halt da einfach gewartet habe, bis das, was da war, verbrannt ist und ja, dann war das dann auch wieder Geschichte. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab.
Wo man hier ein bisschen drauf aufpassen muss, ist, die Feuerwehrkräfte sind relativ anfällig für Feuer. Gerade auch eine Drehleiter, der ist da vermutlich nicht rausgefallen, sondern auch so ein bisschen verkokelt. Das ist mir nämlich hier auch, sieht man auch da nochmal bei mir hier, das ist mir nämlich auch passiert, dass ich hier ein bisschen gleich meine Feuerwehrleute verletze, weil ich einfach ein bisschen zu nah an die Flammen schicke. Währenddessen ich jetzt hier die Flammen bekämpfe, könnt ihr ja einfach mal auf meine Facebook-Seite gehen und einfach mal meine Seite liken, einfach Ise der Breite eingeben, weil da findet ihr mal die neuesten Infos. Wenn bei mir irgendwas nicht gehen sollte, irgendeine Folge nicht kommen, ja, dann seid ihr da immer relativ schnell auf der sicheren Seite und wisst Bescheid. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen das Feuer ablöschen und hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Haut rein, bis denne!